herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 23.8. Freitag. Heute um 18 Uhr ist der große Startschuss zum 24-Stunden-Rollerrennen. Wir sind wie immer top vorbereitet. Das heißt, unsere Trikots sind angekommen, das Jersey sitzt. Viel mehr ist aber noch nicht passiert. Nein, Spaß beiseite. Wir haben Gas gegeben die letzten Tage. Wir werden mit zwei Rollern starten. Einmal ein großes Team, einmal ein kleines Team. Wir haben uns überlegt, wir werden das Ganze mit ein bisschen Video begleiten. Nicht allzu viel, nur so ein bisschen. Weil unter unserem Brand Alus verkaufen wir auch jede Menge Roller und Motorradteile. Das wissen viele gar nicht. Und somit passt sich das einfach auch mal, dort mal ein bisschen Präsenz zu zeigen. Und nachdem wir jetzt diese Videoreihe mit meinem SKR 125 schon so erfolgreich abgeschlossen haben. Was heißt abgeschlossen? Eigentlich ist er ja noch gar nicht fertig. Aber wir haben uns gedacht, Interesse ist auf jeden Fall da. Und so ein Eventfilm ist mal ganz was anderes. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach auch hier mal ein cooles Video hinzubekommen. Ablauf ist wie folgt. Wir fahren jetzt als allererstes zu Benny. Der hat sich natürlich um den großen Roller gekümmert. Da gehen wir gleich drauf ein und gucken einfach mal, wie weit der Gute so ist. Kurze Anmerkung noch. Viele fragen, wann geht es mit Lambo weiter? Ich kann euch versichern, wir sind da jetzt wieder in der Mache. Ich hatte ja gesagt, dass Björn keine Zeit hat. Nächste Woche werden ein paar richtig coole Videos dazu entstehen. Wir werden jetzt blockmäßig immer gleich wieder ein paar Abschnitte filmen. Weil ich habe immer noch den großen Traum, beziehungsweise Marius hat auch diesen Traum, dass dieses Auto auf der Essen Motorshow dieses Jahr steht. Und deswegen müssen wir da auch jetzt langsam ran und weiter Gas machen. René ist auch schon begeistert vom 24-Stunden-Rennen. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Man muss immer dazu sagen, unser Team an sich so, das funktioniert halt wirklich cool. Das sind alles witzige Leute, die haben da alle Bock drauf. Es kann eigentlich nur... Es ist halt so, es ist halt eigentlich recht einfach, dann doch aber wieder anspruchsvoll. Und ich glaube auch, dass das einfach nur krass wird. Ich bin gespannt, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, weil 24 Stunden am Stück mit einem 50-Kubik-Roller. Meine 50er haben damals nie im Leben 24 Stunden am Stück gehalten. Ich wäre froh immer, wenn ich überhaupt ankomme. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. So, da sind wir auch schon bei Benny. Wir gehen einfach mal rein. So, wir stellen euch nach und nach auf jeden Fall alle Teammitglieder vor. Das ist Sascha. Hallo Philipp. Ihr habt ihn bestimmt schon mal in dem einen oder anderen Auftritt von uns gesehen. Essen Motorshow warst du ein paar Mal dabei. Du bist ja eigentlich mit Ludwig ziemlich viel am Motorradfahren. Genau. Das heißt, du bist genau der richtige Ansprechpartner für dieses Wochenende eigentlich. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal, ne? So, Benny brauche ich ja nicht vorstellen, den kennt er ja. Hi. Hier, Benny, ich habe dir auch ein Jersey mitgebracht. Sehr gut. Ganz kurz erstmal erklär uns mal, was das hier ist. Ich habe schon grob angekündigt, das ist unser großer Roller und wir haben auch einen kleinen Roller. So, das ist der professionelle Roller, sage ich jetzt mal, den hast du gebaut hier. Sag doch einfach mal in zwei, drei Wörtern kurz, dass die Zuschauer wissen, was wir hier eigentlich machen. Ist im Prinzip ein MDK Stunt gewesen. Den haben wir auf größere Räder umgebaut. Erstmal einfach ein größeres Rad, weil wir wollen ja Schoppelfeld reinfahren. Da macht Sinn, dass das ein bisschen größeres Rad ist, dann fallen wir nicht in jedes kleine Loch rein. Mit einem liegenden Minarelli wassergekühlten Motor. Der war der Original? Nein. Okay. Original ist da eigentlich ein stehender und luftgekühlt drin. Wir haben jetzt was Wassergekühltes eingebaut und natürlich auch mit ein bisschen mehr Dampf. Bums. Genau. Wir mussten uns dabei ja so ein bisschen ans Reglement halten. Ja. Da gibt es ja tatsächlich sogar ein Reglement. Genau, 70 Kubikzentimeter in dem Sascha Fall. Lacht schon. Genau, 70 Kubikzentimeter maximal. Die haben wir auch. Ja, und da haben wir dann halt. Das heißt, ist schon Zylinder, Auspuff, Variomatik, Kupplung, Kurbelwelle. Genau, ist alles geändert. Also eigentlich nichts mehr original. Eigentlich nichts mehr original. Ich habe schon gesehen, hier vorne Wasserkühler drin, ne? Genau. Ist das ein Rollerkühler? Nee. Das ist eigentlich so ein Moped-Ding irgendwie. Das ist, glaube ich, was aus dem Regal. Das sieht irgendwie so nach Enduro aus, oder? Ich glaube, RG80 oder sowas. Ja. Genau. Okay, krass. Und die großen Räder einfach, damit das Ganze auf dem Feld ein bisschen besser funktioniert. Ja, genau. Kommen natürlich noch andere Felgen und andere Reifen drauf. Das ist jetzt hier noch die. Die Straßenversion. Genau, genau. So, okay. Abstimmung, bist du soweit durch? Ja, man muss wieder dazu sagen, wir haben mit dem Ganzen, glaube ich, wieder vor zwei Wochen angefangen oder so. Ne? Wir waren wieder von Projekt zu Projekt ein bisschen hinterher. Lief eigentlich, ja, wie viele Stunden haben wir jetzt noch? Ja, es ist jetzt mittlerweile 12 Uhr und um 18 Uhr ist Start. Genau. Das heißt, Ding läuft seit gestern Abend. Läuft seit gestern Abend, 6 Stunden. Und jetzt gibt es auch noch ein Problem. Sascha hat noch ein paar Infos für uns. Wir brauchen auf jeden Fall eine Strebe, weil ohne Strebe brauchen wir gar nicht loszufahren. Ich habe eben gerade mit dem Team vom letzten Jahr telefoniert und habe denen gesagt, was wir für einen Roller haben und was wir vorhaben. Und dann haben die Jungs gleich gesagt, ohne Strebe braucht die gar nicht loszufahren. Das heißt, wir werden jetzt die wunderschöne, noch unangetastete Verkleidung
zersägen. Ein bisschen modifizieren und zwei Stahlstreben einschweißen, damit wir nicht beim ersten Jump einen Roller haben, der sich so deformiert und wir schon raus sind. Okay, das heißt eigentlich, wir müssen diese typische Rollerform kaputt machen und müssen zwischen die Beine noch eine Strebe ballern. Genau. Okay, ja, sportlicher Zeitplan. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir schrauben lieber und packen es schnell mal an und gucken, dass wir das Ding schnellstmöglich hier wegkriegen. Ne? Weil ich würde sagen, allerspätestens 90 Minuten müssen wir vom Hof holen. Gut. Sonst ist aber soweit alles fertig. Ja. Anreißen, losfahren. Anreißen, losfahren. Und geht wie Zange. Geht wirklich wie Zange. Das heißt, an der Leistung wird es nicht scheitern? Ganz bestimmt nicht. Was denkst du, wie bei sowas jetzt so der Verschleiß- und Wartungsintervall und so weiter ist? Ich sag mal, wenn... Was für Fahrgeschwindigkeiten werden wir wohl so groß also haben? Also ich habe gesehen, man fährt so 2 Minuten pro Runde ungefähr und dann hast du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 40 km/h. Okay, das ist okay, weil wir brauchen natürlich auch Kühlung. Eine gewisse Kühlung. Ja, ja. Dann sollte das kein Problem sein. Aber dann meinst du echt, hält so ein Kolben 4 schon durch? Also ich kenne es noch früher von den ganzen Cup-Fahrten, das sind so Harzringe oder sowas, ne? Da ist so ein Ding 24 Stunden wirklich durchgefahren. Läuft dann auf getrennte Schmierung oder tanken wir direkt? Ne, wir tanken fertig gemischt. Okay. Wir fahren 1 zu was? 1 zu 50 oder 33? Ja, ich sag mal also 1 zu 40, dann ist das auf jeden Fall safe. Aber wenn ich mir jetzt überlege, guck mal, wir fahren im Durchschnitt 40 km/h, dann weißt du, wie so ein Stoppelcross nach ein paar Stunden aussieht. Ne? Das heißt, du fährst im Durchschnitt mit 40 durch diese ganzen Löcher durch. Ne? Klar, das geht natürlich. Ja, dann auf jeden Fall, ja, dann würde ich sagen, geben wir Gas und Strebe rein. Was würdest du schätzen, wie viel PS das Ding hat? Ich sag mal so 17, echt? 18 PS. Es fährt eigentlich zu gut. Es fährt wie eine 300er Beta. Ja, ja. So, okay. Alle weiteren kleinen Raffinessen werden wir euch eben im Laufe des Videos zeigen, weil wir haben jetzt ja noch 30 Stunden vor uns, bis zum Zieleinlauf und wir legen einfach los. Gut. Ich würde sagen, Sascha, wir versuchen möglichst hoch hier wegzugehen. Ne? Ja, auf jeden Fall, dass wir hier so ein Kräftedreieck haben, dass wir quasi so ein Knotenblech einziehen, damit wir die ganzen Momente, die halt quasi zum Stauchen führen würden, damit wir die einfach loswerden. Cool wäre es natürlich wahrscheinlich, wenn wir den einen Schraubpunkt noch weiterhin haben. Das heißt, genau. Wir gehen einfach direkt darunter. Ne? Darunter würde ich auch sagen. Da wo eh schon die Schweißnaht ist, machen wir jetzt blank, entfernen wir den Lack, damit wir da sauber schweißen können. Dann schweißt man eine Strebe hier quer rüber und dann soll es das eigentlich schon gewesen sein. Wollen wir eine oder wollen wir direkt zwei einfach machen? Können auch zwei machen. Viel ist besser. Ja, eine sieht irgendwie schwul aus. Ich hasse so asymmetrische Sachen. Ja, wir können auch zentral machen, oder nicht? Oder geht nicht zentral? Nee, ist jetzt zentral. Kommen wir nicht. Ja, dann machen also wir ich würde auch, glaube ich, sagen, Dreieck. Machen links ja. Und rechts eine. Ne? Genau so ist es. Okay. Machen wir den Berater von Avata. Und Action. Und wir müssen das Ganze natürlich gleich zweimal vorbereiten, weil für unseren B-Roller müssen wir das Ganze auch noch machen. Genau, Ludwig steht zu Hause und wartet schon auf die Streben, auf die wir ihm hoffentlich angepasst mitbringen, damit wir die am von Acker noch einbraten damit können. Damit er, nachdem er den Kolben gerade noch mal tauscht, die Streben reinschmeißt. Oder wir schmeißen auch den Kolben dann noch zu, weil Ludwig hat schon ein kleines Loch im Kolben, dann können wir das Loch im Kolben vielleicht noch zuschmeißen. Dann haben wir auch mehr Verdichtung, dadurch, dass der Brennraum ja kleiner wird. Gut, dass du so gut meinst. Es kommt uns auf. So, jetzt ist die Strebe ungefähr 30. Also ich würde schon sagen, die Strebe läuft schon. Hier. Und jetzt würde ich mal testen, ob wir nicht... Wie wir es ansetzen können. Nee, ob wir das nicht komplett nur gerade schneiden und dann so ein bisschen auseinanderziehen und hier nur ein kreisrundes Loch machen. Gerade schneiden ist einfach. Da brauchen wir nicht mal einen geraden Strich. Wir können nämlich keine geraden Striche. Ich würde es jetzt einfach gleich mit dem Dremel
Ausdrehen. Okay. Strebe ist drin. Wir haben uns einfach mal deinem Edelstahl bedient hier. Für einen guten Zweck. Verkleidung ist auch soweit ausgesägt. Für die Schnelle ist es auch ganz gut geworden. Ja. Jetzt schrauben wir das Ganze wieder zusammen. Jo. Machen den endgültig fertig. Aufladen. Aufladen und los. Ne? Feuer. Müssen wir irgendwas am machen? Ne? Nö, läuft so. Passt alles. Ne? Ja. Alles klar. Ne? Gut. Bereiten auf jeden Fall gleich ein Grinsen ins Gesicht. Auf jeden Fall, oder? Ich würde sagen, leicht übermotorisiert wahrscheinlich für so einen Acker, ne? Ich glaube auch, aber das kennt man von uns nicht anders, oder?